Was für ein flinkes kleines Moped. Ja Leute, und damit willkommen zurück bei Sekiro Shadows Die Twice. Es geht weiter. Die Grenze hat sich geöffnet und wir gucken mal, wo es hier weitergeht. Denn hier war noch ein Punkt, an dem man sich hochziehen kann. Eisenschrott. Ich glaube, das brauchten wir auch noch. Da werden wir später nochmal kontrollieren. Aber jetzt erstmal schauen, wo es hier hingeht. Ein neues Gebiet tut sich auf. Jawohl, verlassenes Verlies. Wobei, Verlies kennen wir schon, aber das scheint hier doch ein anderes zu sein. Es ist auch größer. Was ist das hier? Das ist ein Giftgecko. Die treiben sich auch überall rum, oder? Auf den Bergen und in tiefen Höhlen. Überall vertreten diese Viecher. So, hier können wir runter. Das war knapp. Das war sogar knapp. So, da hinten, also hier könnten wir auch noch runter. Da ist auch ein Item. Aber wir schauen mal erst hier oben. Ah, sehr schön. Ein Speicherpunkt voller Geldbeutel. Hatten wir schon mal einen vollen Geldbeutel gefunden? Nee, ne? Der erste volle Geldbeutel, glaube ich. Sehr schön. Rasten. Ja, nice. Ich bin gespannt, wo es hier hingeht. Irgendwelche düsteren Katakomben schon wieder. Und da unten ist irgendwie Magie. Da wartet schon wahrscheinlich der nächste Zwischengegner. Da braucht man anscheinend Magieabwehr. Aber wir gucken erstmal, was es hier so gibt. Hallo. Wer sind Sie denn? Es sind wirklich viele, viele alte Leute auch hier im Spiel. Die pfeifen alle auf dem letzten Loch. Also, wir sollen uns hier anscheinend runterstürzen. Aber bevor wir das tun, kontrollieren wir nochmal hier den anderen Bereich. Gespeichert haben wir, von daher kann eigentlich nicht viel passieren. Man kann sich sogar hier wieder hochziehen. Aber wir schauen mal, was hier unten für ein Item ist. Schwarzes Schießpulver. So, wer bist du denn? Mibo-Ballon der Seele. Also ich weiß nicht, ob wir hier schon weiterkommen. Versuchen kann man es natürlich. Mein Gefühl sagt mir allerdings, dass wir hier noch nicht bereit sind.
Deswegen kehren wir mal schnell zurück zum Rastfeuer und stürzen uns lieber in die Tiefe. Ins unbekannte schwarze Loch. Und wehe, Oma, du hast uns angelogen. Man sieht aber auch wirklich überhaupt nichts hier. Nee, überhaupt nichts. Let's go. Okay. Das ist nochmal gut gegangen. Wir sind gelandet. Und haben Gott sei Dank festen Boden unter den Füßen. Was haben wir denn hier? Dunkelheit. Ja, da war ein Haken, oder? Was war das gerade? Da ist ein Haken. Okay, wir gucken mal kurz hier rein. Mal kurz lauern. Da ist schon der erste Freak. Also, wir schauen mal. Wo es hier lang geht. Da soll man sogar noch eine Etage tiefer. Es geht sogar noch tiefer. Also anscheinend gibt es hier verschiedene Wege schon wieder, wie man runterkommen kann. Und wir werden definitiv beide oder alle Wege auch erkunden. Noch irgendwelche Vorsprünge. Aber da geht's nicht weiter. Die Frage ist, wieso sind wir jetzt hier unten? Hier ist nichts mehr. Also ich sehe jedenfalls aktuell nichts, dann gehen wir mal hier durch. Ach, das ist doch derselbe Weg. Na klar, den haben wir doch gerade gesehen. Komisch, oder? Das kann man hier lang und man kann da lang, aber es gibt sonst nichts weiter. Okay, das kontrollieren wir vielleicht später nochmal. Wer bist du? Ich glaube, die kennen wir schon. Das sind die Zombies. Die stehen auf. Die muss man zweimal töten. Und dann droppen die mit etwas Glück. Ein bestimmtes Item. Beruhigungsmittel droppen sie auch, aber auch manchmal ein bestimmtes Item. Dazu aber mehr in einem separaten Video. Gott sei Dank gibt es keinen Sturzschaden oder nur geringen. Also, runter. Nächste Rast. Ich habe mittlerweile so viel Beruhigungsmittel, wenn ich mir die alle reinpfeife, bin ich tot. Kurz mal schauen, ob wir uns verbessern können in irgendeiner Art und Weise. Ja, wir haben ja 3 Punkte. Ne? Die Frage ist, wie gesagt, sollen wir die einsetzen? Was haben wir denn hier? Flugprothesen ermöglicht die Verwendung von Prothesenmodulen in der Luft. Ach, ganz allgemein ermöglicht das hier die Verwendung aller möglichen Prothesen in der Luft. Das ist natürlich auch nice, ne?
Das ist natürlich auch nice. Das ist sogar sehr nice, finde ich. Was haben wir hier? Fangzahn und Klinge. Lässt nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule gleichzeitige Angriffe mit Modul und Schwert oder einem Folgeangriff für das Modul zu. Lässt nach dem Einsatz bestimmter Prothesenmodule gleichzeitige Angriffe mit Modul und Schwert. Auch nicht schlecht. Das ist alles gut. Wie gesagt, ich wollte eigentlich hier auf das letzte Ding hier sparen, aber ich glaube, man muss hier alles ausfüllen. Das sind noch richtig viele Punkte. Deswegen würde ich sagen, der wichtigste Punkt hier war sowieso oben, dieser Punkt hier, Hauch des Lebens. Gehen wir mal hier runter. Was haben wir hier unten? Nachtschwalbenhieb. Ja, den haben wir gelernt. Den haben wir gefunden. Drehender Sprung, der die Distanz zum Feind schnell verringert oder vergrößern kann. Die Technik stammt vom Ashina dienenden Nachtschwalben-Clan. Sie verstärken den Schlag durch das Gewicht ihrer großen Wurfsterne. Tja, wir haben 3 Punkte. Mit den Techniken ihres Erfinders dodgen und genug Training kann sie trotzdem in der Luft. Das machen wir jetzt mal hier. So. Dann konzentrieren wir uns hier auf Shinobi und Prothesenkünste in diesem ersten Durchgang. Da gibt es noch einige feine Sachen. Und da sind wir. Die Tiefen von Ashina. Wer wohnt denn hier? Bestimmt günstige Immobilienpreise hier, oder? So, da unten wartet schon einer. Dort hinten ist ein Nebel, da kommt man nicht weiter. Das heißt, anscheinend ist hier schon wieder der nächste Zwischenboss. Tatsache. Ach du Scheiße. Und bevor der uns hier noch schwer das Leben schwer macht. Ich glaube, wir werden vergiftet. Ja, das ist alles giftig hier. Eieiei. Also, das bedarf weiterer Vorbereitung. Ich schaue mal im Inventar gleich nach, ob wir irgendwas Anti-Gift-mäßiges dabei haben.
Und so trug es sich zu, dass der Shinobi mit ein wenig List den Wächter der Höhle besiegte und somit der Weg frei wurde, noch tiefer in die Tiefen von Ashina vorzudringen. Und genau das machen wir jetzt. Ich freue mich, dass wir hier durch sind. Denn der war wirklich nicht ohne mit seiner Kanone. Aber das soll uns jetzt nicht mehr interessieren. Wir folgen der Blutspur. In den nächsten Bereich. Und ich hoffe nicht, dass jetzt hier schon wieder der nächste Bosskampf stattfindet. Das sieht ja fast aus wie eine Bossarena. Leute, bitte nicht. Nicht zwei Zwischenbosse und ein Boss innerhalb von 20 Minuten. Aber was ist das für eine Blutspur? Ich trau dem Braten nicht. Vor allen Dingen ist das eine Menge Blut. Das heißt, es ist ein großes Geschöpf. Eine Mücke hatte den Blutverlust jedenfalls nicht. Hallo, ist hier jemand? Ach, na Gott sei Dank. Es geht erstmal weiter. Ich dachte schon, hier springt gleich jemand drunter, irgendein Vieh. Da oben ist noch ein Item. Kommen wir aber gerade nicht dran. Ne, von hier aus nicht. Da kommen wir hoffentlich später noch hin. Und ich habe ehrlich gesagt auch gar nichts dagegen, dass es mal wieder etwas bergauf geht. Wer weiß, vielleicht sehen wir ja doch noch Tageslicht hier. Mal umdrehen, ob hier noch was ist. Nein. Raus an die frische Luft. Was ist das hier? Ein Geisterwald? Sieht unheimlich aus. Jemand eine Kerze angemacht. Ein Leuchtfeuer. Ein Leuchtfeuer. Okay. Also, wir sind in einem neuen Gebiet. Wir schauen mal, wie sich das Gebiet nennt. Verborgener Wald. Okay. Also, ich bin gespannt, was uns dieser verborgene Wald für Items geben wird und ob er uns vielleicht ein bisschen mehr in die Nähe des Göttlichen führen wird. Das alles in der nächsten Folge. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal und ciao.